Nehmen wir das Zeug hier mal mit. Wer weiß, einmal. Ja, mit einem zumindest können wir da schon mal. Kommt er wieder? Yep. Ja, halt wirklich saukomplex das Spiel. Ja, nun. Hier oben ist noch was. Aber ich kann Licht als Hotkey. Glaube ich nichts. Joi, geil. Na ja, dann einen guten Hippie. Hau rein. Hoppala. Ah, und das zeigt richtig, okay. Oh. Tja, nun. Boing, boing, ah. Es ist vermutlich irgendwas passiert. Ah, ist hier oben der Felsen aufgegangen? Ne. Ah, oder doch. Okay. Komme ich doch direkt rüber? Und andere Frage, gibt es da noch irgendwas? Ja, auf dem kann ich laufen. Und auf dem nicht. Au! Ja, scheint so. Au! Ernest? Mich auch. Wir. Mich jedes einzelne auch. Direkt erwischt. Ja, von weiter oben vielleicht. So, dann jetzt. Hüppa, nein. Thank you.
Hast du Bock am nächsten Abend, wenn da bist du drin? Ja, so ein fettes 1 Kilo Schweinesteak. Mit einer Soße, die nur aus Hackfleisch besteht. Vegan. Ich kann die Smileys nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das da oder was das tut. Ja. Nein. Oh, ja. Ja, nee, nicht gut. Was ist glücklich? Das Schweinesteak? Hat das Smiley. Gibt's nichts. Au. Okay, das könnte jetzt böse werden, weil kein Speicherpunkt. Aber wenn ich hier gelandet bin, bin ich safe. Wow! Stimmt, ich vergaß. Ich bin fast tot. Yep. Aber der Weg ist hoffentlich noch offen. Das hat so super schön gemacht, das Spiel. Nein, ist nicht offen. Sowas können echt nur die Russen oder die... Wo war das mit der Sprache? Nicht hier, okay. Oder was auch immer diese andere Sprache war. Geronimo, yay. Oh, ciao. Ja, aber habe ich da nicht schon? So schon mal nicht. Hey. Ja, Skill.
geil. Zwischendrin nochmal speichern, wäre schlau gewesen. Hey, er ist weg. Okay, Moment, sage ich. Zuerst. Warum bist du abgehauen? Uiuiui. Oh, geil. Schnell. Hepp. Hallo. Oh, das ist nur ein Blabber auf Denkzack. Ich hab schon fast gedacht, die wurden erwischt. Nein, wir wurden nicht bemerkt, dass sie abgehauen sind. Wie geht's dir, Blabrav? Supi. Ja, ganz gut. Okay. Seh dich dann mal und so. Ah ja, das sind diese beiden Typen vom Anfang. Warte, irgendwas riecht komisch. Was ist das? Helden? Verrat! Oh mein Gott! Muss ich diese Typen in der Mitte am meisten erwischen? Aber die spawnen ja nicht alle neu. Moment. Wow. Ich müsste halt erstmal diese Kleinen aus dem Weg haben, damit ich was sehe. Wie kann ich instant ein Eis fressen? Das bräuchte ich jetzt. Aber kommt gut, sieht gut aus. Aua! Oh. Ja, sieht nicht so gut aus. Der Kleine ist halt saulästig, wie immer so unten durchflutscht und... Ja. Geht das ein First Try? Habe ich den Kleinen langsam mal? Aua! Nein! Kein First Try. Aber wir haben ja soeben gespeichert. So, meine Freunde, ich... Naja. Sparen wir uns die ganze Chose.
Erstmal müsste ich sie alle auf einen Haufen haben. Der Rest geht dann relativ okay. Aua, aua. Das ist halt das Problem, es ist sau unübersichtlich, was mich genau erwischt und wie es fliegt. Aber ich bin schon besser dran als beim letzten Mal. Moment, hat er sein Leben wieder aufgefüllt? Nee, oder? Huhu! Das sagt man. Nein! Einer noch von den Kleinen. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin diesmal. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, geil. Dann hast du noch. Oh, oh. Hm? Wird diese Tür geschlossen? Krass, ne? Oh, ich hab den wieder auf. Was für ein Glück. Wo sollten wir Chef Knuckler suchen? Ich möchte essen. Ich denke, wir warten an der Futter-Drop-Zulassungsstelle. Und wir können immer noch mit dieser Zwiebel, die du gefunden hast, beginnen. Gute Idee. Essen wir es an der Futterzulassungsstelle. Abwurfstelle. Freunde. Ich war mal cool. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr faires Speichersystem. Hey, es ist weg. Da war doch gerade was. Da war doch gerade was, das ist jetzt weg. Moment. Achso, alles klar. Und das ist ein Blatt. Und es riecht großartig. Und es sieht auch wirklich schick aus. Vogel, hast du was zu sagen? Vogel? Hast du nicht. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte mir einfach, versuch's mal, weil das irgendeine Mechanik ist. Die Küche der Fnacker. Schön. Hübsch. Nicht erreichen. Warte. Ja, was ein Vogel?
dass der sich auch nicht mehr automatisch meldet. Und dieser Nagger scheint nicht zu erkennen, dass du ein Wumm bist. Das ist praktisch. Boing, ouch. Warum hast du das gemacht? Oh, ich denke, ich bin jetzt verloren. Ich wurde von einer Gruppe Fnacker überfallen. Die haben mich gefesselt. Ich glaube, die möchten mich jetzt setzen. Oder die ganze Suppe allein essen. Ich will ein neues Rezept probieren. So, denke ich, es dauert ein wenig länger als normal. Vielleicht werden sie zu hungrig. Ich bin weit hinter meinem Zeitplan. Willst du mir helfen? Na klar. Bing. Hol mir eine Zwiebel, einen Stein und einen Fnackball. Eine Fnackball-Trophäe, die habe ich. Wenn du es hast, wirf sie da hinten in diesen Korb. Diesem Fnacker scheint es egal zu sein, dass wir keine Fnacker sind. Leak hat eine Idee. Wir lassen ihn ihre Suppe fertig machen. Und dann werfen wir ihn die Suppe aus dem Turm. Alle Fnacker werden eine Fressparty machen, wo die Suppe niederkommt. Und dann können Bleaken und Wum mit dem Bankrind reden. Ohne angegriffen zu werden. Ja, ja. Eine ausgezeichnete Idee. Oh, lecker. Ja. Komme ich da oben direkt raus? Boing. Hol mir den Scheiß. Und dann schmeiß sie in den anderen Scheiß. Boing. Na gut, schauen wir mal. Oh. Cool. Noch ein Blättchen. Ja, ja, ja. Hui. Fühl mich etwas erinnert an a Blob and his Boy. So, wo bin ich? Dem alten Gameboy-Spiel. Oh nein. Oh Mann. Ich war so hoch und warte. Und bin so tief gefallen. Allerdings. Boing. Schaffe ich so? Man weiß es nicht. Ne, genau gleich. Nope, keine Ahnung. Vielleicht werden wir noch ein kleines Stückchen höher hochkommen dann. Food Drop. Was? Okay. Ich weiß gar nicht, hätten die uns sonst nicht angegriffen? Oder was genau geschieht hier? Aber ich denke doch, oder? Ja, das war Knebbe. Okay, im Tarnmodus. Boah, in der Sekunde haben sie mich noch erwischt.
Aber geht eigentlich gar nicht so schlecht gegen die Typen. Wo ist meine Maus eigentlich? Hi. Die, die mich von unten erwischen können, die sind halt gemein. Tarnmodus! Au. Hab ich jetzt diese blöde Zwiebel bekommen? Eine Union? Keine europäische Union? Nein, eine gute Union? Eine wohlschmeckende, möchte ich sagen. Eine prähistorische Frucht. So, und jetzt latschen wir den ganzen Scheiß da wieder hoch, oder? Mal gucken. Ah, Dreck. Oh, schau mal ihn an. Bringt noch nichts. Komm ich da eigentlich? Ja. Das geht sogar, aber hier nicht. Ah, Mist. Kann man da nicht was machen? Dreck. Natürlich! Wow! Wie könnte es auch nicht? Hallo! Ah, nee, warte, jetzt können wir direkt hier hinein. Ja, okay. Und bei Ihnen? Oh. Nee, ich kriege eine Mixtur von etwas Schrecklichem und etwas Köstlichem. Du. Trägst du eins von diesen komischen Blättern? Ja. Geil. Ich weiß, das ist viel zu fragen, aber könntest du es mir vielleicht geben? Okay, da. Geil. Wirf es auf mich. Oh, du bist ein Wurm. Das war unerwartet. Ich sollte dich eigentlich angreifen. Aber du hast mir Essen gegeben. Na, kann man nicht entscheiden. Ich wurde dazu erzogen, Wumms zu hassen, aber ich liebe Essen. Ah, whatever. Du hast mir Essen gegeben, also bist du mein ganz spezieller VIP auf meiner VIP-Liste. Du kannst diese spezielle VIP-Tür hinter mir betreten. Wenn immer du möchtest. Geil. Und hier kommen wir vermutlich ohne den ganzen Scheiß hier ganz easy wieder zurück. Was ist das? Ja, schlau Spiel auf jeden Fall. Denn, weil man das Blatt ja mehr oder weniger eh aufsammelt, fast muss. Okay, was spielen wir hier? Tetris. Candy Crush. Hm.
Oh, ja, schau mal an. Danke. Und sogar ein Item. Ah, das, war das so eins? Nee. Nee, auch nicht. Auf jeden Fall, die Dinge sind auf jeden Fall neu. Die haben ja vermutlich aus den Kämpfen. Und vermutlich war das so eines. Jugend geht's. Ne, ist nicht. Oh, geil. Danke. Und wir sind wieder hier, wo es hier, wieder hier, wo es die köstlichen Blätter gibt. Komm. Moment, was wollte der Koch noch? Na, Mann. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen fahrlässig. Okay. Wir haben das. Wie er sich freut, wenn er springt. Hui! Da. Dann haben wir noch das hier. Nice! Das wird die Suppe so viel besser machen. War das alles? Ein Stein. Stein kriegen wir, glaube ich, hin. Moment. Das ist ja nicht... Ja. Boing. So. Ja, scheinbar hast du alle Zutaten eingesammelt. Das spart mir ganz viel Zeit. By the way, hat dir jemand jemals gesagt, dass du super hässlich aussiehst, sogar für einen Wumm? Oh. Aber dein Geruch ist interessant. Vielleicht ist das genau der Touch, den meine Suppe braucht. Oh oh. So ein... was? Spezieller Geruch? Ja, perfekt. Du bist die Geheimzutat. Freust du dich nicht?